Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ich habe wie angekündigt ein bisschen trainiert bzw. ein bisschen was umgestellt. So, Antwidermon habe ich wieder rausgepackt, deswegen hat er mir partout nicht gehorcht. Das ging mir nämlich ziemlich auf den Sack. Chromon ist drin, das war schon zwischendrin mal ein Warcrawlmon. Ich muss allerdings zurückdigitieren, weil ich eine höhere Aptitude brauche für das Mega-Level. Ich hoffe, dass ich die so kriege, ansonsten muss ich mal gucken, was ich mache. Ich werde gleich nochmal im Farmgott-Shop vorbeischauen. Ihr seht schon, Prärimon ist weg, Gargomon ist wieder da, aber allerdings habe ich das auf 37 trainiert. Und jetzt kann es endlich zu Rapidmon werden. Tja, tut mir leid, Raphael, aber du bist doch zu Rapidmon. Tja, ich mag das Ding nämlich nicht. Es braucht 200 Angriff, um aufs Mega-Level, das habe ich schon gesehen. Gargomon, Matrix, Digitation zu Rapidmon. Yeah. Aptitude 54, das ist geil, aber... Das Problem ist, damit kann ich nicht auf das andere Mega-Level. Das heißt, ich müsste tatsächlich auf Level 51 los, aber ich brauche eine Max-Aptitude von 58. Das heißt, ich werde auf jeden Fall zu Sabaleomon gehen. Das geht zwar schon im nächsten Level, aber ich habe definitiv nicht genug Angriffen, das zu bewerkstelligen. Du bist jetzt aber immer noch Beast. Cool. Das heißt, ich kann ja auch die übliche Scheiße ausrüsten. Das ist die übliche Scheiße. Ich habe auch für alle neue ein paar Items gekauft, nämlich unter anderem für alle einen XP-Ring. Better. Damit kriegen sie auch mehr Erfahrungspunkte. Die War-Ex nehme ich schon mal, aber ich gucke mal, ob ich was Besseres habe. Kurz gucken. Nee. Okay, schon mal das. So, das ist eine meiner großen Hoffnungen. Das ist für Beast, aber ich muss mal gucken. Auch, aber das ist zu schwach. Energy Rope brauche ich nicht. Energy Rope, nein. Wobei, hä? Wäre die Frage. So, dann nimmst du mal das Double Plate. Oder ob ich da nichts Besseres habe. Und ich bin ein bisschen nervt, dass hier Ding wechseln, aber hier nochmal ein X-Pairing Better. Das erhöht nämlich einfach die Erfahrungspunkte, die wir kriegen nach dem Kampf. Das halte ich für sehr praktisch. Oh, irgendwas, das noch nicht voll verlingert. Crawlmon kriegt gleich, gucke ich gleich nochmal drüber, aber ich gucke jetzt erstmal hier bei nicht Crawlmon, das braucht noch drei Level. Sondern bei Lilimon, nämlich das hat Level 44, ist auch sehr Max-Level. Momentan, aber das kann sich nämlich jetzt digitieren aufs Mega-Level zu Rosemon. Und das finde ich praktisch. Und trotzdem hat es ziemlich scheiß Angriff. Egal. Lilimon! Mega-Digitation zu Rosemon! Bam! Also erstes Mega-Level. Ah, wir müssen einen Trade wegtun, das ist ein Heroic Aura. Plus 40 zum Spirit, geil. Plus 5 zum Spirit, gegen Wasser, Hit Rate for Skills. Da würde ich mal Psychic One weg, weil da kriegen wir auf jeden Fall 35 mehr. Und du bleibst bei Flower Power, einfach weil ich den Nickname so geil finde. So. Dann heißt erstmal hier die Ausrüstung wieder einsetzen. Beziehungsweise mal gucken, was ich so habe. Hey, ich werde doch sicher was Besseres haben. Leaf Dagger, Orc Dagger, das ist für Level 20er. Chicken ist Level 10, Leaf ist Level 1, das brauche ich mir zu nicht. Silver Blade für alle, ist auch für alle. Boah, ich glaube, ich werde dem gleich mal was kaufen. Ja. Und Taumon haben wir jetzt auch dazu bekommen. Das habe ich für Antilomon reingepackt. Und was habe ich nicht? Ich habe noch irgendwas raus. Ja, ich habe, Dino Beamon raus. Einfach weil das Ding nichts Gescheites lernt und einfach hinterherhinkt. Dafür ist Taumon auch noch mit drin. Soll aber nicht weiter stören. So, denn ich werde mal kurz für Lilly mal ein bisschen was kaufen. Das braucht wenigstens mal eine gescheite Waffe. So, Kumpel. Zeig mal her, Vivant Sword, das wäre ja auch ziemlich geil. Oh, Alter. Das kostet doch. Beast X. Yo, aber sowas von. Achso, das ist, ach, verdammt, für Beasts, egal, dann werde ich das Dingmon geben, Rapidmon. Da haben wir was. Oh yeah, dann Thunderbolt, die Flower Cannon. Das ist doch die Blumenkanone, das ist doch Lilimon Spezialattacke. Raysaber ist für Maschinen. Habe ich noch irgendwas? Excalibur für heilige Digimon. Ach, Markenangemon hat noch nicht Level 40. Aber ich kaufe mal zwei Stück. Und
Lilimond, für Lilimond vielleicht noch eine gute Rüstung. Oh, wobei. Speed of Lights, oh. Das für Rapidmon noch. Shishio Brace. Egal, brauche ich nicht. Stimmt, hier war was. Ja, das mache ich dann mal wann anders. Swarm Helm. Oh, okay, ja. Damit dürfte auch Rosemon gut ausgerüstet sein. Damit sollten wir dazu noch mal dann auch endlich mal down kriegen. Das bin ich am letzten Part übelst gefällt. Deswegen ich auch überhaupt so hart trainiert habe. Aber nochmal wird mir das nicht passieren. Das prophezeie ich. Ja, wobei, jetzt kacke ich bestimmt wieder ab und... Guckt dann blöd aus der Röhre. Aber dann bin ich echt deprimiert. Passt schon. Okay, und zack. Boah, jetzt hat das Ding mal Power. Jetzt hat das Ding mal Power. Und du kriegst natürlich noch deinen Erfahrungsring. Könnte ich schon besser einkaufen, aber das mache ich dann mal, wenn ich mal wieder offscreen im Digi-Center bin. Fasse ich die Ausrüstung mal ein bisschen genauer an und guck mal genau, was ich so holen kann. Außerdem wollte ich noch ein Ding farmen, ein Aquilamon, weil ich das für ein bestimmtes Digi-Amai brauche. So, erstmal, du kriegst einen Excalibur. Dann bist du noch mal ein bisschen besser. So. Taumon generell hat extrem viel Angriff. So, dann will ich doch mal ein bisschen umstrukturieren. Denn dann Zudomon, dann gehst du mal raus für Rosemon und Rapidmon kommt mal rein für Magna Angemon. Um mal so die ganzen neuen, dass ihr die ganzen neuen mal in Aktion erlebt. Aber jetzt gucke ich mal ganz kurz nochmal rüber zum Farmshop, weil ich glaube, es gibt sogar ein Farm-Item, was die Aptitude erhöhen kann. Wenn ich mich nicht ganz irre. Nicht zu dem Farmshop, bitte. Und ich habe nochmal Gardromon überlegt, aber das Ding hat so zu kleine Aptitude. Das muss ich zu oft hin und her digitieren. Friendship, Toilet, Graveyard, Growth Rate. HP, MP. Tiny Feet, das Futter, Erfahrung, nein. Okay, dann haben wir nix, dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück in den Sky Palace, in den Himmelspalast. Und gucken wir doch mal, und ich glaube, ich werde da jetzt, ich weiß nicht, so, ich werde glaube ich mit Speed durchrennen. Einfach aus dem Grund, wir waren jetzt hier schon mal und, ja, genau, ich will euch jetzt auch nicht unnötig mit demselben Mist nerven. Und da kommen drei... Oh ja, sie hat schon die Scan-Daten. 99%, also krass. So, dann zeigen wir dir nochmal, was wir drauf haben. Was habe ich denn? Curing Photon Rain. Oh, das macht... Das sieht stark aus. Macht auf jeden Fall gutes Ding. Ist durch das neue Item. Was hat durch das Excalibur? Alter, Falter. Thunderbolt. Oh, das trifft auch alle drei. Ja, das ist ja mal genial. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt mal beim gefürchteten Nadelfeuer. Nummer 1 down, Nummer 2 down und Nummer 3 hat nochmal ordentlich Schaden bekommen. So, und du? Rapidfeuer. Greif's da mal an. Triadic Blast. Ach genau. Goldene Triangel war das. Double Slash. Ich glaube, bereits der Double Slash, der braucht am wenigsten MP. Erstmal BAM! Oh yeah. Das beschreibt, weil, denke ich, verstehe ich unter Power. So, Taumon, damit es digitieren kann. Zeige ich mal ganz kurz. Braucht Level 48, glaube ich, und 15.000 heilige Erfahrung. Die habe ich aber eigentlich relativ gut sammeln können, weil hier sowieso alles heilig hat. Er hat schon 13.000. Das heißt, falls es sein muss, werde ich die ja nochmal ein bisschen farmen. Und das wird, ich könnte es jetzt entweder mit 275 Spirits zu Katsuamon auf Level 50 oder mit auf Level 48 mit 5.000 heilige Erfahrung zu Sakuyamon. Ich bevorzuge Sakuyamon, weil es auch aus der Serie ist. Und ja, genau, so sieht's aus. Sowieso, ich glaube, 3 aus Tamers und 3 aus der ersten Staffel dabei. Ich bin so Gen 1 hingegen. Nein, passt schon. So. Ich hoffe, dass ich überhaupt so lange komme, ansonsten mache ich es am nächsten Part. Dann hoffe ich, dass ich den Bossfight nicht verkacke. So, du hast nämlich noch einen anderen netten Move, Taumon, nämlich Lethal Cards. Alter, das braucht weniger MP. Ach ja, das andere geht auch über 3 Felder. Aber das ist mein straighter One-Hit-KO. So, was hast du noch so für Moves? Nicht so wirklich viel. Immer noch diese... das Nadelfeuer. Aber das sollte eigentlich zum safen Turret reichen. Ja. Und Lancelot kriegt noch ein Level-Up. Der braucht noch 2er. Taumon kriegt auch bald 1. Dann braucht er auch noch 4. Das geht echt fix, muss ich sagen.
Also hier kann man echt gut trainieren. Ich habe gemerkt, da kommt wieder ein Kampf. Bloß ich habe den Weg nicht mehr im Kopf. Das ist eine Weile her, seitdem ich aufgenommen habe. Hübsch. Naja, auch egal. Denn wir machen einfach weiter und schnetzeln einfach alles, was uns über den Weg kommt. Lethal Cards. Magna Angemon ist auch nochmal zurückdigitiert zu Angemon und jetzt wieder Magna Angemon. Das mag jetzt zwar verwirrend klingen, ist es aber eigentlich nicht. Ich muss einfach die Aptitude erhöhen, dass es zu Seraphimon werden kann. Und dadurch sind auch die Werte ein bisschen gestiegen, weil ich habe es nicht sofort auf Level 25. Und die goldene Triangel trifft dreimal. Das ist geil. Dazu macht die noch Schaden. Alles klar. Ich weiß schon, wer sein Hauptsweeper werden wird. Nämlich so wie es aussieht, Raphael. So, wie komme ich hier hin? Da ist gar nichts. Da ist echt gar nichts? Ist das später was für eine Sidequest oder ist das einfach bloß ein reines Trollding? Ich hoffe, es ist kein Trollding, sonst kriege ich einen Anfall. Mein Ah! So, Tauern hat Level bekommen, da ist sonst eine Ding geheilt. Das ist geil. Photon Rain! Trotzdem ein bisschen sparen mit dem MP. So. Ich fast sagen, warum rühren wir den Thunderbolt? Und tschüss. Und du? Rapidfeuer! Das sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Ja. Verbräuchte ich ganz so viel MP. Und Angel erreicht Level 36. Cool, noch 4 und ich kann ihm seine neue Waffe geben. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie das Ding eigentlich zum Digitieren braucht. Du brauchst Level 45. Ja gut, das kriegst du jetzt mit Ach und Krach hin. Schön, schön. Dann passt die Sache, ja. Dann ist das Ganze ja cool. Und Unimon und ein Piximon. Ja, die Kombination habe ich auch oft gesehen. Aber dann machen wir es doch ganz einfach. Einmal Level Cards. Schön, wenn die Digimon so abgehen. Und Nadelfeuer. Schön, schön. Läuft ja doch alles. Und Crawman kriegt bald wieder ein Level ab. Das ist gut. Ja, schön, wenn das noch aufs Ultra-Level kommt, bevor ich zu Azunongmon komme. Und zwei Taomon. Ja, das habe ich mir aus denen gemacht, praktisch. Photon Rain. Wow. Man treibt halt. Ich meine, ich finde es cool, aber wow. Alter. Und ich bin falsch. Ah, kommt zu viel. Piximon und ein Taumon und ein Piximon. Erstmal deine komischen Karten. Eventuell Paralyse, ja, aber ich glaube, das brauchst du nicht, weil die beide tot sind. Das ist so viel Schaden auf einmal. Das ist unerwartet. Razor Claws, das sollte ja nicht auch genug Schaden. Ja, nicht ganz. Rapidmon, wie viel macht das Straight Punch eigentlich? Gerade so nicht genug. Chris geklaut. Aua, das macht Schaden. Wow, okay, doch nicht. Ich bin stark. Ich bin definitiv stark genug. Dann switche ich mal ganz kurz Taumon aus. Ah, ich habe einen Farm-Report. Nee, diesmal nicht. Dies würde ich halt Rapidmon so trainieren, dass es halt direkt den Angriff hat. Braucht er plus 16. Das habe ich bei Crawlman auch gemacht. Das hat sich auch wirklich gelohnt. Und ich switche euch beide mal aus. Auch wenn Taumon wie es nicht mehr Angriff hat. Ist auch schon ein höheres Level. Schön, schön, schön. Und ja, eigentlich drei Megas aus der ersten Staffel, die man aber nie gesehen hat in der ersten Staffel. Schön. Auch interessant. Und Excalibur. Pam. Und beide erledigt. Magna Angemon kriegt bald ein Level ab. Ja, ich hab's richtig gesagt, schön. So, die Truhe haben wir schon. Eigentlich habe ich so ziemlich alles ja mitgenommen in dem Dungeon hier. Ich werde eh vom Bosskampf nochmal heilen. Und dann mal gucken, wen ich mitnehme. Und das ist wieder so ein Kampf mit 5. Ja, es ist wieder so ein Kampf mit 5 Digimon. Aber das sollte kein Problem sein, denn erstmal ein Excalibur. Aber natürlich treffe ich erstmal nicht. Ah, denn eben das Nadelfeuer. Das sollte für die beiden nämlich ausreichen. Ja. Schön.
Das nächste, das Raff ist. Oh, es sei denn, ich treffe mal wieder nicht. Boah, das nervt langsam. Instant Booster, achso, ja, genau. Dann packen wir mal sowas aus. Goldene Triangel. Oder Triadic Blast. Reicht hier nicht fürs One-Hit. Schade. Oder soll das Magna angeber machen? Peel of Light. Tja, Rosemond ist stärker als. Oh fuck, die Flügelklinge. Als Lilimon. Das haben sie nämlich permanent Focus und dauernd erledigt. Wir hatten Training und nochmal ein Excalibur. Danke. Wobei, das war jetzt voll unnötig. Ein Straight Punch vollkommen ausgereicht. Aber Lancelot. Oh, der hat mir noch ein Level gekriegt. Kann ich ihn wieder Warcrawlmon digitieren lassen? Mein Gott, so kann ich so schwer auszusprechen. Warcrawlmon. So. Und ihr drei, hä? Da würde ich fast mal sagen, Excalibur. Nein. Lass mir das. Und ja, da sind noch ein paar Level-Ups drin. Chris auch gleich. Wagner angebaut, kriegt gleich eins. Raphael noch. Oh, auch bald. Schön, schön. Da könnte der schon leveltechnisch auch so Mega-Level digitieren. Aber nicht von seinem Angriffswert her. Mano. Das ist so ätzend. So, die stehen natürlich wieder alle super günstig. Aber dann würde ich einfach mal sagen, für die linken beiden an Excalibur. Ja, echt jetzt. Wir lieben nochmal Nadelfeuer. Denn das rechte Taubmann kriegt mit dem Rapidfeuer down. Alter, guck dir mal die AP von Raphael an. Über 900. It's over 900. Die Erfahrungspunkte. Nochmal Lepper für Chris. Geile Sache. Rosemont gedauert aber ein bisschen, bis das eins kriegt. Das würde ich gerne beim Bossfight einsetzen. Auf jeden Fall kommen hier ohne Unterbrechen Digimon. Oh, nee, nicht wieder 5 Stück, oder? Alter. Kann ich noch ein Excalibur verwenden? Ich glaube nämlich nicht, dass die MP da werden. Nein, habe ich auch nicht. Und ich habe gar keine MP mehr dafür. Vielleicht muss ich eben das mit der Celestial Rod beim machen. Dann haben wir mal den Thunderbolt raus. Aber sollte ich bitte 2 davon mindestens erledigen? Ja, sogar 3. Geile Sache. Denn dann wird auf jeden Fall bei dem nächsten Triadic Blast dieses Unimon wegfliegen und dieses Diatrimon auf jeden Fall viel Schaden bekommen. Oder ich hau das Unimon direkt mit dem Crit vom Feld und das ist Verschwende einschlagen. Aber na gut, Magna Angemon. Charge! Achso, der hat gar kein Straight Punch. Aber trotzdem passt die Sache. Und Magna Angemon kriegt nochmal ein schönes Level-Up. Rapidmon fast. Da würde ich Rosemond mal gerne gegen Chris austauschen. Also mit Flower Power. Genau. Und Taumon braucht dann noch MP, aber das wird vielleicht noch ein Level-Up kassieren. Rapidmon kriegt ja gleich eins. So, ich bin noch nicht beim Boss. Wo komme ich denn hier hin? Gute Frage. Erstmal ein Kampf. Erstmal kämpfen. Taumon, Piximon und ein Taumon. Das könnte ich jetzt schon wieder konvertieren. Also ganz ehrlich, ich sehe manche Dinge echt oft, beziehungsweise ich habe echt viele Kämpfe. Excalibur! Wow. Das ist so krass. So, das rechte da mit dem Rapidfeuer. Da kriegt doch Raphael noch ein Level-Up. Schön. So, wenn es den Level-Up keine 16 Angriff kriegt, dann kann man leider warten mit der Digitation. Aber 3, ja, das kann sogar bald funktionieren. Da muss ich nicht extra in die Farm packen. Und natürlich hast du wieder einen Kampf. Aber Phoenixmon hat mir schon lange keins. Jetzt kommt bestimmt eins, nur um mich zu trollen. So, dann würde ich sagen, ein Excalibur und tschüss die 3. Wow. Und auf dem Bit kann man ja auch farmen, also so ist nicht. Und Taumon sollte eigentlich schon seine Erfahrungspunkte zusammen haben. Ja, locker. Und hier geht's dann nochmal zum Boss, dann... Meine mal den Kims. Oh, ja. 2 Phoenixmon. Aber das könnte ich hier farmen. Ich hätte das halt echt gerne. Das Ding ist cool. Nochmal ein Excalibur, bitte. Magna angewonnen. Wow. Übertreib halt. Ah. Und Crawlmon kriegt noch ein Level Up. So. Dann als erstes mal das wichtige Rennen. Macht den Part ein bisschen länger, macht den Bosskampf noch. Digivolution Route. Du digitierst bitte zu Warcrawlmon.
Trollmon! Matrix-Digitation zur... Boah, Crowmon! Alter, guckt euch mal den Angriff an. 243. Alter Falter. Level 57 ist die Aptitude. Brauche ich. Die Aptitude reicht partout nicht. Aber ich brauche auch 30 Spielstunden, das heißt, ich kann das noch ein paar Mal machen. Habe ich irgendwie was Gutes für das Teil? Ne, ich habe keine gute Drachenwaffe für mich, ne? Das ist echt scheiße. Sharp Sword. Ja, aber ich hatte auch was. Ja, dann nehme ich einen Silberblade. Ganz ehrlich, das macht mehr. Crystal Guard. Ja, ein bisschen besser. Und natürlich den XP-Ring. So. Dann ist die Frage, wie nehmen wir jetzt? Zulomon. Wird ziemlich stark in die Mangel genommen von Zulomon. Wobei, ich glaube, ich packe das echt in den nächsten Part, weil danach kommt noch eine lange Cutscene. Dann machen wir jetzt schon mal fertig für den Bossfight und sind wir den Bossfight im nächsten Part. Cliffhanger. So. Du hast ja ziemlich in die Mangel genommen davon, das ist ein Problem. Aber du bist ja langsam. Du hast halt viel Angriff, also würde ich gerne das dazu packen. Das ist von den Werten her fast besser. 131. Das ist von den Werten her. Bis auf die Spirit ist Taumann wesentlich besser. Dann machen wir es nochmal mit den drei Tamer, Digimon. Also mit deinem Digimon aus Digimon Tamer. So, ich würde gerne nochmal HP-ROM. HP-Chip-ROM ist besser. Obwohl, mir reichen die Chips erstmal. Du einmal. Und ja, brauchst du noch Lilimon. Rosemon. Oh, jetzt fange ich wieder an, den Namen zu vertauschen. Dann noch die MP heilen. MP-ROM D. D. Euch beiden bitte jeweils zwei. Und so. Dann haben wir. Hier ist super. Wir geben ja doch nochmal welche bei Antarmon weiter. Ich kann sie im Kampf auch nochmal aufladen. 38, 44, 44. Ja, das sind die Level. Wobei, ich wäre schon fast gewillt, Rosemon hier reinzutun. Oder Ikakumon. Das Ding hat halt wirklich einen Angriff von 284. Das heißt, das Ding, wenn man mal zuschlägt, steht nicht mehr viel. Magna-Angemon ist auch gut defensiv und es ist schnell. Ne, wir teilen das mal nach Generationen auf. Also die drei kommen dann raus, wenn ich sonst nichts mehr in der Hand habe oder beziehungsweise sonst das halt brauche, dann machen die drei das. Genau, dann würde ich sagen, das war's mit Digimon. Die erste Folge im nächsten Part. Stellen wir uns nochmal Azulongmon und diesmal werde ich es auch schaffen. Bis dann und ciao.